Book 3, Realms. Chapter 6, Machinations. Mir ist kalt und langweilig. Ich habe Hunger und mir tut der Hintern weh. Und Durst habe ich auch. Aber nö, ich beklage mich nicht. Das macht Spaß. Ich starre gern Gebäude an, die ganze Nacht lang. Jede Nacht, bis mir die Augen bluten. Findet ihr auch, dass Naane sich seit einiger Zeit seltsam benimmt? Ich meine, sie war schon immer ein bisschen seltsam. Aber seit sie zurück ist aus Myria... Eigentlich seit ihr hier seid... Wieso nur? Ist euch irgendwas Seltsames aufgefallen? Inu, bitte bleibt aufmerksam. Oh, worauf sollen wir unsere Aufmerksamkeit denn richten? Wir beobachten das Gebäude jetzt seit einer Woche. Da drin ist rein gar nichts los. Ich wünschte, fast Liko wäre hier, nicht ich. Aber der ergreift jede Gelegenheit, nicht auf eine Mission mit euch zu müssen. Ich fasse es nicht, dass er es euch noch übel nimmt, den Offizier verschont zu haben. Ich meine, der hat uns doch nützliche Informationen geliefert. Liko benimmt sich echt wie ein Blödmann. Ihn ärgert der Verlust der Altstadt. Gut, aber was konnten wir schon tun? Ich meine, er hat doch entschieden, nicht auf eure Informationen zu vertrauen. Das ist nicht eure Schuld. Also, was ist sonst noch so bei euch los? Sagt mal, was ist mit dieser Frau passiert, dieser Anna... Habt ihr und sie nicht... Ich hab nicht. Das war nicht... Offensichtlich war es ein Fehler, euch davon zu erzählen. Ihr könnt mir vertrauen. Ich verrate keine Geheimnisse. Außer an all meine Freundinnen natürlich, wenn wir beim Wein zusammensitzen und... War nur Spaß. Ich habe keine Freunde, das wisst ihr. Außer euch Jungs. Ihr Jungs seid meine besten Freunde und das ist wirklich traurig. Jetzt bin ich schlecht drauf. Aber sie ist hübsch. Anna, meine ich. Schönes Haar, markante Sommersprossen und eine nette, finstere Miene. Sie würde eine gute Gefährtin abgeben. Ich bin nicht interessiert. Oh, na schön. Also, gibt es überhaupt jemanden, an dem ihr... Inu, ich bin nicht an Frauen interessiert. Ihr seid nicht interessiert an... Klar, das wusste ich doch. Natürlich. Geht in Ordnung. Völlig in Ordnung. Also, wen... Seht mal, da ist was los. Oh, ja. Jemand verlässt das Haus. Rufen wir Verstärkung. Leute kommen jeden Tag aus dem Haus Kien. Sie gehen morgens rein und abends raus. Fast wie bei einem richtigen Geschäftsbetrieb. Sieht mir nicht wie ein richtiger Geschäftsbetrieb aus. Ihr seid zu misstrauisch. Muss daran liegen, dass ihr so lange unter Asadi wart. Na, was führt ihr im Schilde, Leute? Bib, was im Namen des Schattens machst du hier? Nichts. Oh, ach ja, ich habe eine Botschaft von Ulvik. Er sagt, kommt sofort ins Lokal, es hat Entwicklungen gegeben. Ich weiß nicht, was Entwicklungen sein sollen, aber Ulviks Stirn war gerunzelt, also dürfte es wichtig sein. Das ist es immer. Gut gemacht, Bib. Lassen wir Ulvik nicht warten. Ich gehe als Erste. Wenn wir getrennt eintreffen, ist das weniger verdächtig. Okay. Begib dich ins Rooster und Kitten. Du hast Zeit mit Inu verbracht. Schön. Fenster. Manchmal beneide ich die, die nachts ihre Türen schließen und in ihren Häusern Frieden und Freude finden können. Aber deswegen kämpfen wir, damit sie es nicht tun müssen. Ach so. Oh, da ist eine Katze. Die ist nur gerade ein bisschen Speedy-Konsole, ist wieder verschwunden.
Was ist denn das? Kannst du mir nicht was dazu sagen, Kian? Ich würde gerne wissen, was das ist. Das sieht voll cool aus. Da hinten sind Ziegen. Das Wuchs und Kitten war doch irgendwo hier. Wo bin ich eigentlich zum Teufel nochmal? Jede Allee. Ich hab grad schon wieder irgendwas zum. Egal. So, dann wollen wir mal. Was ist das? Ohne den strammen Hahn und die anschmiegsame Mieze, die auf ihm reitet, wäre der Widerstand wirklich arm dran. Ich. Oh. Die Göttin vergebe mir. Das unterläuft mir immer wieder. Okay. Wir sind also ein paar Menschen. Dann das Rooster and Kitten war stets ein sicherer Unterschlupf für uns. Ich hoffe, wir können es Ulvik angemessen. Sorry. Falsche Taste gedrückt. Oder falsches anvisiert, besser gesagt. So. Und nun wollen wir mal schauen, wie es weitergeht. Sag mal, am Anfang des Kapitels zu viel Text, also zu viel Gerede. Komme ich immer nie selber zum Reden. Ist aber auch nicht wild. Rede ich mal halt weniger. Seht ihr den Herrn, der da drüben sitzt? Nicht hingucken, ihr Dummköpfe! Beim Gleichgewicht von List habt ihr wirklich wenig Ahnung, was? Der Mann trinkt oft abends hier. Er ist ein Mechaniker der Asadi. Aber das wusste ich nicht, bis ich vorhin gehört habe, wie er mit seinem Freund über die Röhren redete. Anscheinend gibt es jetzt, wo das Röhrennetz in Betrieb ist, viel zu flicken. Und unser Mann da drüben hat ein Werkzeug zum Öffnen der Wartungsluken. Wenn wir durch eine Luke gelangen können. Kriegen wir vielleicht raus, wozu sie die Röhren verwenden? Das ist genial, Ulvik. Also, schlitzen wir ihm die Kehle auf und schmeißen ihn in die Bucht. In meinem Lokal ganz bestimmt nicht. Wenn ihn auffällt, dass wir sein Werkzeug haben, sind die Informationen, die wir erhalten, vielleicht nutzlos. Nein. Wir müssen... Und sein Werkzeug ausborgen, eine der Röhren öffnen, reinschauen und das Werkzeug zurückbringen, bevor er was merkt. Und das wolltet ihr wahrscheinlich gerade sagen, als ich euch unterbrochen habe. Tut mir leid. Wenn ihr es schaffen könnt, ohne dass er was merkt, dann halte ich euch nicht auf. Aber sollten die Asadi je vermuten, dass ich mit dem Widerstand zusammenarbeite... Das wird nicht passieren, Ulvik. Also, was machen wir, Kian? Ulvik hat uns darauf aufmerksam gemacht. Es ist nur recht und billig, ihn in die Entscheidungsfindung einzubinden. Die anderen verlassen sich jetzt auf mich. Es ist wichtig, dass ich die Führung übernehme und die Entscheidungen treffe. Eigentlich hat Ulvik was mitzureden. Was meint ihr, Ulvik? Ich? Naja, ich meine, ihr drei seid schon, finde ich, auf unterschiedliche Weise. Statt darüber zu zanken, was zu tun ist... So wie das gewöhnlich passiert, könntet ihr euch doch aufteilen. Gut möglich, dass dann einer von euch auf etwas kommt, das nicht zum Mord, der völligen Zerstörung meiner Taverne oder meiner Enttarnung führt. Einverstanden. Wir dürfen uns nicht zu viel Zeit lassen. Der Mann wird nicht ewig hier bleiben. Er sitzt vor seinem zweiten Krug. Gewöhnlich geht er nicht, bevor er mindestens drei gehabt hat. Und ich kann ihm ein paar aufs Haus anbieten, damit er länger bleibt. Dann ist es entschieden. Wir treffen uns nachher wieder hier. Der Gewinner gibt allen eine Runde aus. Nein, nein, das wäre nicht sehr motiviert. Na schön. Okay, finde einen Weg, den Rohrmechaniker außer Gefecht zu setzen. Oh, wie soll ich denn das schaffen? Traditionelle Erntemondhäppchen. Geröstete Äpfel, gesalzener Yams, Süßwurz. Habt ihr schon irgendwas streng gefunden? Streng riechende Ferment. Ich arbeite noch daran. Eno und Liko sind noch auf der Suche. Ihr nicht. Ihr solltet euch ranhalten. Hm.
Okay, das wird jetzt nicht easy. Muss ich hier in dem Lokal suchen? Was ist das hier? Muss ich in dem Lokal suchen oder kann ich auch außerhalb suchen? Das ist jetzt meine. Das sind Asadi-Wachen. Aber da Enu und Liko auch nicht hier sind, dann sollte ich doch eigentlich das Lokal verlassen können. Ha! Wusste ich doch. Ich kann das Lokal verlassen. Okay. Das muss ich nur einfallen lassen, wie ich das hinkriege. Mal überlegen. Das ist gar nicht so einfach. Straßenlaterne. Schön. Vor unserer Ankunft leuchteten die Straßenlaternen durch Magie. Inzwischen hat moderne Elektrizität sie ersetzt. Ja, das ist ja, weil Magie verboten wurde. Leere Tische. Es ist überraschend ruhig hier draußen. Gewöhnlich sind die Tische bis spät abends voll. Aber es ist kühl und feucht. Wahrscheinlich sind sie alle drinnen und zechen. Okay. Ich weiß gar nicht, was ich tun muss. Ich will die Ziegen angucken. Wenn wir schon hier sind. Die Kränze gehören zur Tradition des Erntefests. Hallo ihr. Ziege frisst Blätter. Ziege schläft ein. Interessant. Moment mal. Ich erinnere mich, dass jemand vor einer Weile darüber geredet hat. Die Maulwürfin, oder nicht? Was genau habt ihr mit dieser Ziege vor? Sollte ich eifersüchtig sein? Eifersüchtig? Auf wen? Ich verstehe nicht, was ihr mir sagen wollt. Wo seid ihr den letzten Monat über gewesen? Fort. Weit fort. Auf Reisen. Also, diese Ziege. Was ist hier los? Eine Rebellenangelegenheit. Offensichtlich. Wie kommt ihr damit zurecht? Seid ihr jetzt einer von ihnen? Ich tue Buße für meine Sünden. Ja, aber ihr genießt es. Ich genieße es nicht, gegen mein eigenes Volk zu kämpfen. Naja, ihr scheint gut darin zu sein. Es heißt, dass der Widerstand Unterstützung gewinnt, dass die Leute Hoffnung haben, jetzt wo ihr hier seid. Ich helfe so gut ich kann. Wie ich hörte, wart ihr nachsichtig mit unserem bösen kleinen Asadi-Offizier. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich mich selbst um ihn gekümmert. Ihn nicht zu töten, ist ja noch irgendwo sinnvoll, eine Quelle im Turm und all das. Aber auf Folter zu verzichten, was für eine verpasste Gelegenheit. Folter ist nun mal ein Siegel für Glaubwürdigkeit. Sie macht jede Information verlässlicher. Wie man hört, haben eure Freunde nicht auf das Wort des Offiziers vertraut. Tja, ohne den Abzug aus der Altstadt hat der Widerstand wenigstens einen ordentlichen Kampf geliefert, bevor... Wichtig ist, dass in dieser Nacht viele Asadi gestorben sind. Der Kelch ist halb voll und all das. Was wollt ihr? Nichts, gar nichts. Ich habe euch gesehen, es war eine Weile her. Ich wollte Hallo sagen. Ich habe das vermisst.
diese einseitigen Gespräche, den Missmut und den Argwohn. Ich genieße es inzwischen ziemlich, ja, wie dem auch sei. Ziegen? Wir haben einen Hinweis, was die Rohre angeht. Oh, das erklärt natürlich alles. Dann überlasse ich euch mal eure Angelegenheit. Später heute Abend werde ich im Rooster sein. Ich muss mit Ulwig reden. Vielleicht sehe ich euch ja dort. Vielleicht. Das ist es, was ich an euch liebe, Kian. Oh, ihr seid ein so geselliger Kerl. Okay. Okay, Abendlied. So heißt anscheinend die Platte. Bring Ulwig das Abendlied. Okay. Immer wieder gern doch. Dann wollen wir das mal dem Ulwig bringen. So, hier war die Taverne. Und diesmal betreten wir die Taverne und hören uns nicht erst an, was auf dem Schild steht. Oder was Kian zu dem Schild zu sagen hat, besser gesagt. Ups. Gerade aufs Handy geschlagen. Warum auch immer. So. Na komm. Put, 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 put. So. Der Ladebildschirm ging relativ schnell diesmal. Das ist Abendlied. Bei Ziegen funktioniert es. Na, dann dürfte es auch bei Asadi funktionieren. Okay, da müssen wir jetzt wohl warten ein bisschen. Dann warten wir mal. Noch ein Bier aufs Haus da. Ah, was für eine prächtige Blume. Das hier riecht anders. Malzig, süß. Fast wie das Zuckerbier aus dem südlichen Asadir. Das ist ja ein Gebräu, Ulwig. Schmeckt wie zu Hause, wirklich. Lässt mir Tränen in die Augen treten. Einfach Wunder. Und eingeschlafen. Okay. So, wenn ich hier so schönes Werkzeugkasten. Ein Rohrwerkzeug. Eine Wartungskarte. Okay. Und lasst euch nicht zu viel Zeit. Wenn er ohne sein Werkzeug wach wird, wird es Fragen geben und ich habe keine guten Antworten. Mhm. Untersuche die Rohre. Das wird jetzt gar nicht so leicht. Ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Ist ja nicht so, dass dieser Teil der Stadt groß ist.